Hey ho Leute und willkommen zurück zu Spinach It. Nach so vielen Unboxings habe ich mir mal wieder gedacht, ich mache ein Tutorial, diesmal wieder in GIMP. Und heute will ich euch zeigen, wie man einen Hintergrund für YouTube macht. So, als erstes will ich euch einfach mal zeigen, wie es aussieht, ob es euch überhaupt gefällt. Und wenn ihr das dann entschieden habt, dann kann es auch schon losgehen. Das ist jetzt von meinem Let's Play Kanal, Mikasa. So sieht es aus. Auf der Seite seht ihr es aber leider nur so. Also heißt, wir müssen die Symbole, die Elemente ganz an die Seite pressen, dass überhaupt was Gutes rauskommt. Also folgt einfach meinen Schritten. Zuerst öffnen wir GIMP 2. Bei mir eben. Okay. Solange das lädt, erkläre ich euch kurz, woher die Template herbekommt. Template ist einfach eine Vorlage. Da könnt ihr dann einfach schneller und einfacher eure Seite gestalten. Zu der Template geht es in der Videobeschreibung. Die ist aber nicht von mir, die habe ich von einem YouTuber bekommen, aber ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Ich schreibe es euch aber auch noch dazu, wenn ihr das unbedingt wollt. Naja, ich suche es kurz. Die heißt New YouTube Template, wenn ich das richtig ausspreche. Okay. Die wird jetzt geöffnet und ihr seht, es ist einfach schon eine Vorlage. Ganz geschickt. Und hier können wir jetzt uns austoben und machen, was wir wollen. Also, naja. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir ändern die Farbe. Bei dem Layer 1 gehen wir zuerst mal hier drauf und klicken drauf. Ihr seht, es ist jetzt ringsrum alles ausgewählt, außer das in der Mitte. Ja, ihr könnt jetzt entweder das Fill-Tool verwenden. Da könnt ihr hier die Farbe auswählen, zum Beispiel Rot. Könnt ihr jetzt reinklicken. Moment. So, jetzt ist es komplett gefüllt. Aber ich finde es etwas schöner, wenn es verschiedene Farben sind, also sich so überträgt, zum Beispiel wie bei meinem Mikasa-LP-Hintergrund, sieht es dann so aus. Auch nicht schlecht. Oder, ja, da gibt es ganz viele Kombinationen. Gold gibt es auch noch. Sieht auch schick aus. Oder Deutschlandfahne gibt es ja auch noch. Hier haben wir sie. German Flag Smooth heißt die. Für den letzten Mal. So, lassen wir es einfach mal so, würde ich sagen. So, als nächstes denke ich mal, ihr wollt die Schrift. Wäre auch am geschicktesten am Anfang. Dazu benutzen wir das Text-Tool. Und wir schreiben hier einfach den Namen hin. Ich mache jetzt Spindleship bei mir, wenn ich dafür noch keinen gescheiten Hintergrund habe. Und ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Ihr könnt das entweder so machen oder quer, wie ihr wollt. Ich schreibe das mal schnell. So, und wenn ihr das jetzt geschrieben habt, wählt ihr das hier aus, einfach drüber mit dem Zeiger. Und Moment, habe ich das falsch? Oder? So, ja, also einfach drüber mit dem Zeiger. Dann ist das ausgewählt und jetzt könnt ihr hier die Größe einstellen. Dann sieht man das auch schon besser. Und hier könnt ihr auch die Schrift auswählen. Zum Beispiel hier die hier. Auch nicht schlecht. Oder die hier finde ich persönlich am besten. Und das könnt ihr jetzt verschieben oder größer, kleiner machen, wie ihr wollt. Ich mache jetzt aber noch eine andere Farbe, sonst sieht man das kaum. So, ein bisschen größer das Feld. So, genau. Okay, alles klar. Jetzt, wenn ihr da auch noch so ein, ich sag jetzt mal, übertragbares Hintergrundbild wollt, geht ihr hier erstmal auf Schließen. Dann geht ihr hier, lässt die Farbe alles so eingestellt, geht hier auf nach Farbe auswählen. Ihr klickt in dem Bereich, wo die Farbe ist, klickt rein. Dann seht ihr, dass es so ausgewählt ist. Auf Plus könnt ihr zoomen. So, ihr seht, dass es ausgewählt ist. Und jetzt könnt ihr hier auf das Tool hier wieder, Farbverlauf, genau. Und könnt hier wieder eine Farbe auswählen, die ihr wollt. Ich nehme jetzt mal, was nehme ich denn? Gold. Golden. So, nehme ich mal. So, jetzt seht ihr hier auch wieder, der Farbbereich ist wieder ausgewählt. Genau. So. Sieht es schon besser aus, wie vorher. Genau. Jetzt wollt ihr doch bestimmt auch noch Elemente oder so, was ihr wollt. Naja, das kann ich jetzt auf meiner Seite nicht mehr machen, aber hier ist ja auch noch Platz. Dazu gehen wir ins Internet, das zeige ich euch auch nochmal
wie es am geschicktesten ist. So. Und am besten geht ihr dann sofort auf Google. Genau. Und schreibt dort bei Bilder, also ihr geht auf Google Bilder, ganz normal. So. Und hier schreibt ihr, was ihr wollt. Ich nehme jetzt GTA. Und dahinter, jedes Mal schreibt ihr, also ihr könnt da auch GTA San Andreas schreiben, was ihr wollt, oder GTA 4, wie ihr wollt, irgendwas. Aber dahinter schreibt ihr PNG. Das erkläre ich euch gleich noch. Wenn ihr jetzt hier das PNG-Bild habt, hier geht es zum Beispiel auf das, erste. So, jetzt seht ihr hier, das sieht noch ganz normal aus. Aber bei PNG ist das so, der Hintergrund ist, na, hier jetzt nichts, das war jetzt falsch, sorry. Naja, aber bei PNG allgemein ist der Hintergrund schon ausgeschnitten, beziehungsweise transparent heißt das. Der ist schon ausgeschnitten. Ihr seht das hier, .png. Und das kann auch nur das PNG-Format den Hintergrund transparent machen. So, wir suchen das einfach nochmal. Ich gebe jetzt mal San Andreas PNG ein. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, das PNG. Ich rate jetzt einfach mal. Und wir nehmen den hier. So. Und hier ist das dann PNG-Bild. Ihr seht, dass ich ziehe das hier immer ein bisschen so auf das Schwarze, dass ihr das seht. Also hier am Rand seht ihr das ja. Da gehen wir jetzt auf Save Image As und speichern das einfach mal auf dem Desktop. So. Dann wäre das Bild schon mal ausgewählt. Mir reicht das eine Bild auch. Ihr könnt ja mehrere. Ich wollte jetzt nur kurz zeigen, wie das geht. So, dass der Text ist immer noch ausgewählt, aber das macht nichts. Wir ziehen das Bild einfach hier drauf. Einfach drauf ziehen. Scheißegal wohin. So, und jetzt wählen wir hier das Bewegtool. Also Verschieben-Tool. So. Wenn ihr das jetzt verschiebt, ihr seht, der Hintergrund bewegt sich. Aber das wollen wir nicht. Da drücken wir jetzt wieder STRG Z. STRG und Z. Und wir klicken hier auf aktive Ebene verschieben. Das ist dann nochmal was anderes. Ihr klickt hier drauf und ihr seht, es geht. Genau. Das war jetzt einfach auch nur ein Beispiel. Ich meine, jetzt hier könnt ihr es auch noch weiter verdrehen. Hier ist das Verdreh-Tool, das Skalieren-Tool, größer oder kleiner. Mir passt jetzt hier aber. Wenn ihr jetzt fertig seid, geht ihr auf Speichern unter. Anstatt dahinter PSD schreiben, schreiben wir jetzt JPG. Und vorne schreibt ihr einfach Spin the Shit Background. Also ihr braucht das nicht schreiben. Ihr schreibt das dann einfach, ja, wie ihr wollt. Ist ja unwichtig. Okay, das war's dann. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ihr Wünsche habt zu weiteren Tutorials, schreibt es mir bitte in die Kommentare oder als Privatnachricht. Das wäre nett. Und wir sehen uns dann. Abonnieren nicht vergessen. Haut rein, Leute.